Ja, hallo Freunde, da ich euch immer die Videos gebracht habe zu den Lichtbogenfeuerzeugen und ihr das auch sehr, sehr gut angenommen habt und es auch sehr viel Spaß gab in puncto Fiepen und Nicht-Fiepen und solche Geschichten hat, habe ich mir gedacht damals immer, es muss ja irgendwas in Richtung Stabfeuerzeug auch mal geben in diesem Segment. Warum? Weil ihr mit den normalen kommt ihr nicht, ne, in so ein Kerzenglas rein, Kerze anzünden. Na, ihr habt gesehen immer, ich habe es euch ja demonstriert, Teelichter und so weiter ging. So, und der Asiate hat wahrscheinlich meine Videos geguckt und hat gesagt, hallo, ja, stimmt, sowas müssen wir machen. Und gibt es jetzt seit einiger Zeit von verschiedenen Anbietern hier an der Stelle. Ne? Ihr seht, das Ganze hier ist von Blue Smart, sieht sich richtig gut an. Ich denke, da seid ihr bei mir. Und ich habe jetzt erstmal Folgendes getan. Ich habe es aufgeladen. Dann habt ihr hier so eine blaue Diode an der Seite. Hier, die leuchtet blau. Und wenn das Ding aufgeladen ist, dann geht das aus. Ne? Es gibt hier noch ein kleines, kurzes, sehr schön gemacht, Micro-USB-Kabel für die Aufladung. Könnt das an euren Desktop-Charger, an euer Handy-Ladeteil, sonst irgendwas dran packen. Dann könnt ihr auch direkt das Ladeteil hier reinpacken. Sollte normalerweise funktionieren, weil die neueren Modelle haben alle intelligenten Ladestrom und erkennen, was das Gegengerät kann. So, ihr seht, normalerweise sind wir hier. Ich hatte es aber mal auf dem Roten stehen lassen, weil es mir so gut gefällt. So, also das ist das Thema. Ja, Kindersicherung, ja, geht jetzt in dem Moment nichts, beziehungsweise Sicherung, mehr ist es nicht, ne? So, weil auch ein Kind kriegt das auch hin, also, ne? Also, einfache Sicherung und wenn es dann hier einmal geöffnet ist, dann sind wir wieder bei dem Thema Fiepen oder Nicht-Fiepen. Ja, ich denke mal, wenn wir hier eine Zigarette zwischenhalten, werden wir auch hier wieder irgendwie sowas wie ein Fiepen hören, ne? Ich denke, das ist klar. So, ich mache aber jetzt erstmal Folgendes, weil das war eine der häufigsten Fragen, die sich immer gestellt hat in letzter Zeit. Hier natürlich gut gemacht, Aufhängung, ne, wenn ihr es für ein Gasherd benutzen wollt an der Stelle. Das war meine Intention jetzt in Spanien, wobei ich da auch so ein Stabfeuerzeug habe, gar kein Gas reingepackt habe, sondern nur den Zündfunken eben halt. Ne, also nutze von dem Feuerstein im Endeffekt, aber es ist elektrische Zündfunken. Also auch das würde passen, aber das hier gefällt natürlich wesentlich besser. Und der nächste Silvester naht und dann könnt ihr hier natürlich wieder, ne, die Raketen super gut mit starten und das machen wir. Also ich gehe jetzt aber her, zähle mal ein bisschen mit, was ich jetzt schon bisher schon rumgespielt habe und schalte immer mal so ein in diesem Segment und zwar damit ihr dabei seid, damit ihr das wisst. Wenn ihr zum Beispiel eine Zigarette anmachen wollt, ne, dann müsst ihr schon 1, 2, 3. Ja, das ist das, was ich jetzt mal heute Abend so beim Fernsehen mache, Strichlistchen und so weiter. Und dann sehen wir uns wieder. Okay. So, Freunde, ich habe rumgetestet. Wir sprechen weiter über dieses Lichtbogen-Stabfeuerzeug. Und zwar, ihr könnt damit, wenn ihr es so macht, wie ich es getestet habe, 1, 2, 3, dann könnt ihr an der Stelle insgesamt, es waren 248, ne? Lasst uns jetzt nicht am Punkt genau sein, 250 Zündungen machen. Für die Leute, die rauchen, ne? Also etwas über eine Stange, wenn ihr damit, was weiß ich, drei Kerzen am Abend anzünden wollt und so weiter, könnt ihr euch selber ausrechnen, wie lange das hält. Ne? Das habe ich jetzt natürlich immer wieder so einen Block hier gemacht, ne? Vielleicht 50 Mal, dann wieder mal hingelegt und so weiter. Also jetzt auch nicht komplett, ne? 250 Mal direkt hintereinander, ne? Um den ganzen hier auch ein bisschen so Erholungsphasen zu geben. Also so wie man es auch benutzen würde im Prinzip. Vielleicht 10 Mal hintereinander, dann wieder aufgehört und so weiter. So wie gerade eben halt beim Fernsehen Zeit war und solche Geschichten halt. So, dann habe ich es wieder aufgeladen. Da kann ich jetzt nicht die ganz genaue Zeit sagen, damit ihr aber Bescheid wisst. An der Stelle nach 1 Stunde 20 habe ich geguckt, da war es noch in der Aufladung, also und nach 2 Stunden war es dann wirklich aufgeladen. Also zwischen 1,5 und 2 Stunden braucht ihr wieder für die Aufladung. Aber normal üblicherweise denke ich mal, genau wie bei dem Feuerzeug hier, wenn ich gerade die Gelegenheit habe und das Handy abziehe vom Ladeteil, dann packe ich das mal eben dran. Also das wird auch nie leer. Ne? Übrigens, das fällt mir ein, das war das Letzte, was ich euch vorgestellt hatte. Und ihr seht, ne, Oberflächenversiegelung. Natürlich muss man immer bei solchen Artikeln aus Asien auch Abstriche machen, dass das hier nicht die Pulverbeschichtung Deluxe sein kann. Ich denke, das ist klar. So, dann habe ich mir nochmal nachgeguckt, was hat der Akku für eine Kapazität? Und zwar 280 mAh. Und das bringt mich dazu, wenn ihr das Ganze jetzt mal im Verhältnis setzt, ne, heißt das also ungefähr
ungefähr, dass ihr pro Zündung mit 3 Sekunden irgendwo um 1 mA verbraucht. Sollte auch für alle anderen Feuerzeuge mehr oder weniger gleich gelten, dann könnt ihr das eben halt vergleichen. Wenn jetzt ein Feuerzeug dann eben 300 mA hat, dann wisst ihr ungefähr, dass das ungefähr dann um die 300 Zündungen sind. Ne? Ja, das mal so ganz vereinfacht ausgedrückt, damit ihr Bescheid wisst, okay, was kann das Teil hier? Ja, ich würde einfach vorschlagen, ne, weil Sinn und Zweck dieser Geschichte ist natürlich hier, dass ihr solche Geschichten hier so wie Kerzen anzündet, dass wir nochmal eben ganz kurz einen kleinen Test machen hier an der Stelle. Und dann seht ihr hier, ne, kann man das Ganze hier sehr schön so reinhalten. Ne. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr hier den dort, ja, da nicht zu viel Kerze dran bringt und so weiter. Ne. Und das Schöne ist auch wirklich, wenn ihr jetzt hier irgendwo solche Teelichter und so weiter benutzt, ne, das ist jetzt ein relativ hohes Glas, ne, dass ihr das Ganze wirklich bis hier unten hin, ohne irgendwo, ja. So, jetzt fiebt das Ganze natürlich klar, weil wir jetzt hier ein bisschen, ne, Schmutz dran gebracht haben, ne, und so weiter, das ist das Thema. Aber es ist kein Fiepen, sondern ja, eher so ein Knistern, ne. Ja, aber ihr seht nochmal, ihr könnt hier richtig tiefe Gläser, wenn ihr da Teelicht da drin habt und so weiter, könnt ihr machen. Ne? So, und ich muss das immer, auch wenn ihr schon die anderen Videos gesehen habt zu den Lichtbogenfeuerzeugen, natürlich in einem Video auch immer mal verarbeiten. Ne? Ja, Thema ist hier, ne, Silvester, Kladder und so weiter. Das Ding ist schon uralt, ne? Deswegen brennt das hier nicht mehr durch. Ne? Aber das funktioniert natürlich, ne? Das ist dieses Thema. Ja, und für alle, die hier noch aktiv sind, ne, mache ich es auch mal gerade eben. Stell die Kamera aber mal ein bisschen um. Ja, dann machen wir es mal, ne? Ja, ihr seht, auch das geht, ne? Also, alles im grünen Bereich bei dem Feuerzeug hier. Und ich denke mal, das soll es jetzt gewesen sein an der Stelle. Und ihr wisst, was das Gerät hier leisten kann und so weiter. Ja, jetzt alles Gute, bleibt gesund und tschüss.